Tag zusammen, Jackpop hier. Willkommen zum zweiten Teil unseres großen Monster-Checks. In der letzten Folge haben wir uns ja schon King Kong vorgenommen. Und weil wir nicht wollen, dass sich hier jemand vernachlässigt fühlt, ist heute der echte König der Monster dran, Godzilla. Der hat einen Signature-Move und das ist ein Hitzestrahl. Und so ganz genau erklären, was der jetzt ist, das versuchen die Filme gar nicht erst. Aber kein Problem, dafür haben wir eine Physikerin im Team. Hi Anne. Hi. Ich habe mir den Hitzestrahl mal genauer angeschaut, um herauszufinden, woraus der genau bestehen könnte. Und was soll ich sagen? Das, was Godzilla da spuckt, ist nicht nur Hitze. Das ist viel gefährlicher und zerstörte Städte wären echt das geringste Problem, was wir hätten. Anna, am Anfang, choose your player. Welches Team? Team King Kong. Aber ehrlich gesagt auch nur, weil ich bei Schläferz, den schlechtesten Film aller Zeiten, mal den alten King Kong vs. Godzilla gesehen habe. Und da gab es ein Trinkspiel und man musste sich für ein Team entscheiden mit entsprechendem Cocktail. Und der King Kong Ding Dong Xing Chong Bing Bong Singalong hat mich einfach überzeugt. What? Okay, sorry, aber das catcht mich null. Ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, was will der Affe überhaupt? Godzilla hat den Hitzestrahl, der muss nur einmal den Mund aufmachen, dann gibt's Grillgorilla. Also, sorry, aber ich habe mich dafür das offensichtliche Kampffeature entschieden, ja? Wie ist denn bei euch? Was seid ihr? Team King Kong, Team Godzilla? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, du hast schon irgendwie recht. Godzilla ist physikalisch betrachtet ziemlich krass. In jedem Film ist am Ende mindestens eine Großstadt völlig zerstört. Und das liegt nicht nur an den gigantischen Kämpfen, sondern eben auch an Godzillas Hitzestrahl. Ja, aber bevor wir jetzt die Physik auspacken, lass uns erstmal schauen, wie dieser Hitzestrahl in den verschiedenen Filmen gezeigt und dargestellt ist. Und da haben wir unseren liebsten Filmnerd gefragt, nämlich Alper vom Kanal Cinema Strikes Back. Hi Anne. Hi Jack. Ja, natürlich, der Hitzestrahl ist extrem cool und der gehörte schon von Anfang an zu Godzilla. Schon im ersten Film des Studios Toho konnte man ihn sehen, damals natürlich noch in Schwarz-Weiß. Der erste Godzilla-Farbfilm kam erst 8 Jahre später heraus und seitdem leuchtet der Strahl meistens blau. Insgesamt hat Toho 32 Godzilla-Filme produziert. 4 kamen dann noch aus den Vereinigten Staaten dazu, nämlich Roland Emmerichs Godzilla und die 3 Filme des aktuellen Monsterverse. Und in dem 62er King Kong vs. Godzilla, da gab es sogar einen kleinen Hinweis auf das blaue Leuchten. It looks like the Cherenkov light. Cherenkov. Da wird von Cherenkov-Licht gesprochen. Aber weil das was Wissenschaftliches ist und ich noch nicht mal weiß, wie man das richtig ausspricht, spiele ich den Ball wie King Kong in den 60ern wieder zu euch. Anna, das musst du uns erklären. Was ist das? Cherenkov Light bzw. auf Deutsch Cherenkov-Strahlung ist was richtig mega cooles. Und zwar passiert das, wenn geladene Teilchen, wie zum Beispiel Elektronen, sich schneller bewegen als das Licht. Ja, da muss ich jetzt den Spielverderber machen und sagen, nichts kann sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Aber der Trick ist, dass es sich dabei nicht um die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum handelt, sondern in einem Medium. Und da kann das Licht auch deutlich langsamer werden, wie zum Beispiel in Wasser, wo es dann nur noch 75% der Ausgangsgeschwindigkeit hat. Im gleichen Moment behalten die Elektronen aber ihre Geschwindigkeit fast bei. Und so können die Elektronen schneller als das Licht sein. Ja, und das führt zu einem ziemlich coolen Effekt, der auch noch sehr Godzilla-mäßig aussieht. Da gibt es nämlich so ein blaues Leuchten, das man typischerweise in den Wasserbecken von Kernreaktoren erkennt. Ich habe da ein ziemlich beeindruckendes Video gefunden, nämlich eins von einem amerikanischen Forschungsreaktor, der ganz langsam hochgefahren wird. Und da sieht man, wie von Minute zu Minute dieses Leuchten im Wasser immer krasser und krasser wird. Anna, da musst du jetzt aber physikalisch aushelfen. Was passiert da ganz genau? Na, das ist so, dass bewegte Ladungsträger elektromagnetische Strahlung aussenden, also Lichtwellen. Und zwar egal, wie schnell sie sind und in alle Richtungen. Wenn jetzt aber das Elektron langsamer als das Licht ist, dann heben sich diese Lichtwellen gegenseitig auf und wir sehen überhaupt nichts. Wenn es aber schneller als das Licht ist, dann entsteht so eine Lichtwellenfront und das ist dann das blaue Leuchten. Okay, das heißt, das ist wie so bei so einem Überschallflugzeug. Das bewegt sich ja auch schneller als der Schall. Und dann gibt es da auch so eine Schallwellenfront und den Knall. Und bei Cherenkov-Strahlung ist es quasi ein Überlichtknall, also kein Knall, sondern eben dieses blaue Leuchten. Könnte man so sagen, aber ich muss jetzt ein bisschen fies sein. Und zwar glaube ich nicht, dass der Hitzestrahl tatsächlich Cherenkov-Strahlung ist. Och, Anne, das wäre so eine schöne, elegante Lösung gewesen und filmkonform. Tut mir auch mega leid, aber das Ding ist, Godzilla macht seinen Hitzestrahl ja in der Luft und nicht im Wasser. Und in der Luft ist die Lichtgeschwindigkeit fast die von Vakuum. Und dass das Elektron da diese Geschwindigkeit aufbringt, ist super duper unwahrscheinlich. Aber ihr habt immerhin etwas gelernt.
Okay, wenn Cherenkov-Strahlung jetzt raus ist, dann müssen wir uns anschauen, was für Eigenschaften der Hitzestrahl noch hat. Und ich sag mal so, das Offensichtlichste beim Hitzestrahl ist ja wohl die Hitze. Und die gab es schon im ersten Godzilla-Film von 1954. Da schmilzt der Stahl einfach so, als wäre das Butter. Und im Jahr 2000 ist da nochmal so ein Godzilla-Guidebook rausgekommen. Und da steht drin, dass der Hitzestrahl bis zu 500.000 Grad Celsius warm sein kann. Das finde ich schon ziemlich krass. Ist das überhaupt möglich? Ja, also in Extremsituationen auf der Erde ist das schon möglich. Atombomben haben kurz nach der Explosion so etwa 300.000 Grad und das geht ja immerhin schon ein bisschen in die Richtung. Ist also nicht super unrealistisch. Was aber super duper Peanuts ist für Godzilla, ist das mit dem Stahlschmelzen. Denn Stahl hat eine Schmelztemperatur von 1500 Grad. Okay, aber was können wir jetzt daraus ableiten? Also was sagen jetzt diese krassen Temperaturen und dieses blaue Leuchten über die Physik von Godzillas Hitzestrahl? Die verraten uns, dass Godzilla einfach das krasseste Monster auf der ganzen Welt ist. Denn damit wird ein für alle Mal geklärt, dass der Strahl nicht etwa Feuer oder ein Laser ist, sondern einfach ionisierende Strahlung. Die entsteht zum Beispiel beim Zerfall von radioaktiven Elementen. Und dass Radioaktivität da mit reinspielt, das sehen wir in den Filmen ja ganz häufig. In der einen Szene, da wird ein geschwächter Godzilla wieder aufgepäppelt, indem die eine Atombombe in seiner Nähe zünden und er dann damit quasi irgendwie wieder aufgeladen wird. Wenn ihr mehr zum Thema Radioaktivität wissen wollt, da haben wir eine ganze Folge zugemacht, die verlinke ich euch mal hier oben. Aber Anne, wenn da jetzt ionisierende Strahlung rauskommt, was genau heißt ionisieren? Ionisieren bedeutet, dass einem Atom ein oder mehrere Elektronen entrissen werden, dann sind sie nicht mehr neutral, sondern positiv geladen. Dazu braucht es relativ viel Energie, denn ein Elektron zu klauen bedeutet nichts anderes, als dem Elektron so viel Energie zu geben, dass es gegen die Anziehungskraft vom Atomkern ankommt. Und dafür gibt es ja auch Beispiele aus dem echten Leben, leider muss man sagen, denn bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, da gibt es Berichte von einem Fischer, der auch so ein blaues Leuchten während der Explosion gesehen hat. Und ein Alltagsphänomen, das kennen wir alle, das sind Blitze, Gewitterblitze. Genau, auch da wird die Luft ionisiert und leuchtet dann blau. Bei anderen Elementen wären das übrigens andere Farben. Das können wir euch sogar zeigen. Wir haben ein sehr, sehr schönes, klassisches, chemisch-physikalisches Schauexperiment vorbereitet. Und wir werden jetzt einfach mal Godzillas Hitzestrahl nachbasteln. So, die Uni Leipzig, die hat uns hier was ziemlich Cooles ausgeliehen. Nicht diesen Godzilla, sondern das hier. Das sind Gasentladungsröhren. Da sind verschiedene Gase drin und die können wir jetzt auch ionisieren und dann leuchten die in verschiedenen Farben. Ja, das kennt man am besten von der Neonreklame. So eine Neonröhre, die funktioniert genauso. Da kommen verschiedene Farben raus. Wir machen das aber logischerweise nicht mit ionisierender Strahlung. Wir wollen nämlich noch ein paar Science-Fiction-Episoden rausbringen. Nee, genau. So. Deswegen benutzen wir hier den Hochspannungsgenerator, denn wir können Gase auch mit elektrischer Energie anregen. Genau, und wir haben hier die Hauptbestandteile von Luft in den Röhren. Wir haben Stickstoff und Sauerstoff. Genau, und Kohlendioxid haben wir auch noch mit dabei. Und dann gucken wir gleich mal, in welchen Farben die hier leuchten, wenn wir die ionisieren. Ah, das sieht schon sehr, sehr, sehr cool aus. Das ist jetzt Stickstoff. Dann kann ich umschalten. Sauerstoff. Und dann fasse ich Godzilla zwischen die Beine. Und dann haben wir hier noch Kohlendioxid. Ah, das sieht so cool aus. Ey, und Anne, jetzt mal ernsthaft. Wenn wir das kombinieren, dann haben wir Godzillas Hitzestrahl. Okay, Anne, Experimente machen Spaß, aber wenn wir ganz ehrlich sind, so ein atomarer Atem von Godzilla, der macht irgendwie keinen Spaß mehr. Wie würde der das überleben? Vermutlich gar nicht. Zumindest nicht, wenn er ein normales Reptil ist, aber es ist Godzilla, hey, da ist alles möglich. Vielleicht hat er einfach eine Speiseröhre aus Blei, das würde zumindest die Strahlung abschirmen. Aber dann kommt die Hitze und wir alle kennen ja Bleigießen und da schmilzt sogar das Teelicht schon das Blei. Ja, funktioniert also nicht. Also da müssen wir irgendwie festhalten, bei Godzilla, der kann das halt, ist halt einfach so. Schwieriger wird es ja auch bei uns, ne? Also ionisierende Strahlung ist nicht so cool für uns. Nee, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass das die Elektronen aus den Atomen reißt, also auch aus unserem Körperatom. Das heißt, unsere DNA und Zellen können beschädigt werden. Das hat man ja gerade bei den Nachwirkungen von Tschernobyl gesehen, was da für Krankheiten aufgetreten sind und dass sich das teilweise noch über Generationen gezogen hat. Wenn wir das jetzt nochmal auf Godzilla zurückbeziehen, dann müssen wir ja sagen, überall, wo der seinen Fuß hinsetzt, ist verbrannte Erde im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht auszumalen, was das für Schäden weltweit wären. Beziehungsweise, eigentlich wollen wir uns das schon ausmalen, ne? Also, eigentlich wollen wir das ganz genau wissen. Und dafür muss uns nochmal Alper helfen. Alper, sag uns mal, wo war denn Godzilla in seiner über 60-jährigen Karriere überall schon unterwegs? Also, ich sag's mal so. Wir hier in Europa haben bisher Glück gehabt, denn bei uns hat Godzilla noch nichts verwüstet. Aber so ein Godzilla vs. Kong in Wanne-Eickel,
ja schon ein interessantes filmisches Experiment. Ganz anders ist die Lage in Japan. Die meisten Filme wurden nicht nur dort produziert, natürlich spielen sie auch dort. Tokio zum Beispiel ist gleich mehrfach zerstört worden, aber auch Osaka, Kyoto und diverse Inseln rings um Japan wurden von Godzilla schon in Schutt und Asche gelegt. Wer also Angst vor Godzilla hat, sollte dort besser keinen Urlaub machen. Und genauso würde ich auch von Reisen nach Hongkong, New York, Boston und San Francisco abraten, denn auch diese Städte hat Godzilla schon zum Strahlen gebracht. Boah, Anne, da sind gerade jede Menge Reiseziele von unserer Urlaubsliste gestrichen worden. Da werden jetzt massig Großstädte mit Strahlen verseucht. Voll, und das ist so viel schlimmer als der materielle Schaden. Ich meine, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl war vor 35 Jahren und die Sperrzone mit einem 30 Kilometer Radius gibt es heute noch. Und sogar hier in Deutschland können wir die Auswirkungen noch spüren. Es gibt einige Waldgebiete mit immer noch strahlenverseuchten Wildschweinen. Ja, das heißt, wir hätten, wenn es Godzilla geben würde, riesige verseuchte Gebiete überall auf der Welt, könnten nicht mehr hin. Krebsschäden, Strahlenschäden, gut, dass wir uns hier im Bereich der Fiktion befinden. Hey, wie hat euch diese Folge gefallen? Lasst mal einen Kommentar dazu da und schaut euch auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Teil 1 von unserem großen Monster-Check an. Link dazu packe ich nochmal in die Endcard. Danke draußen an dieser Stelle an Alpa von Cinema Strikes Back. Der hat uns jetzt schon zum dritten Mal mit coolen Filmfacts ausgeholfen. Alpa, vielen, vielen, vielen Dank. Danke auch raus an die Chemiefakultät der Uni Leipzig. Die haben uns mit ihren coolen Leuchtstoffröhren spielen lassen. Und dann bleibt nur noch zu sagen, abonniert den Kanal und die Glocke drücken. Dann können wir uns bald wiedersehen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Na, komm mal her, gib der Mutti mal einen Kussi. Das ist gut, ja? Was sagt uns jetzt diese krasse Temperatur und das blaue Leuchten? Was sagen die uns über die Physik von Godzilla? Okay, bla bla blub, Spaghetti, geile Soße, Pilze und außerdem eine Rasierklinge.